Wildgrass. Salt gibt's in Hülle und Fülle. Und freut sich der Nächste, der hierher kommt. Denkt sich, oh, eine Kiste und findet nur Scheiß. So muss das sein. Hier, und da kannst du auch mal, weiß ich nicht, ruck mal den Clay da durch. Ist das gut? Gut. Dann gibt's der Vollständigkeit halber noch ein Dach. Ein Dach, was man ausschließlich von innen sieht. Von außen ist nicht wichtig. Weil ich es immer interessant finde, wie dann das Licht so durch die Ecken durchscheint, wenn man die nicht waagerecht schließt. So. Wunderschön. Tine Wittler hätte es nicht besser machen können. Die hat vielleicht noch irgendwo ein Deckchen hingelegt, aber sonst gleiches Niveau. Her damit. Da bin ich pinzig und ich würde sagen, wir haben ein wunderschönes Eigenheim gebaut. Toll! Jetzt sind wir aber nomadenmäßig unterwegs und ja. Feuer frei. War schön mit dir, Haus. Vielleicht sehen wir uns mal wieder, wenn ich mich verlaufe. Was ist jetzt hier? Achso, dann muss ich wieder F drücken. Kann, wenn man in Bäumen feststeckt, einfach die Bäume hochklettern. Das ist sehr, sehr interessant. Man kann generell die Bäume hochklettern. Das ist total cool. So. Baum gleich Leiter. Rockt. Schönes Feature. Macht ja auch Sinn. Rums. Baubeerbüsche. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die was bringen oder für was die gut sind. Das habe ich noch nicht raus. Ob die vielleicht in irgendeiner. Oh, und zu irgendeiner Jahreszeit Früchte tragen. Das kann ich nicht sagen. Jetzt ist es wieder nicht im Vollbildmodus. Bist du blöd? Und irgendjemand will was bei RSC von mir. Pech gehabt! Wer auch immer du bist. Du, jemand. So mag ich jetzt sein. Ah ja, Home Sweet Home. Auf ein neues. Hier war doch eine Schlucht. War die eben auch schon da? Was man im Dunkeln nicht alles übersieht. Also nochmal über den Berg. Diesmal außenrum. Zack, 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 zack. Was ist das? Achso, das ist nur Wolle. Schade. Hüpf. Hals- und Beinbruch. Ach du lieber Gott. Ja, so ein bisschen. Die Bäume sind auch so ein bisschen größer geworden. Im Vergleich zu früher. So ein bisschen. So, nur so ein bisschen größer. Also minimal. Ne? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, irgendwie groß, größer, sondern nur so ein bisschen. Kaum, kaum größer geworden. Ich habe meine Richtung gewechselt. Ich will doch eigentlich in die Richtung. Ich orientiere mich am Z-Wert. Z-Wert, sagte er und ging wieder nach, auf Y, auf X lang. So. Oh nein, bin ich im Kreis gelaufen? Verdammte Axt! Er spielt das Spiel, er stürzt das Spiel ab, dann laufe ich im Kreis. Dann hänge ich wieder in den Bäumen und breche mir ein Bein. Egal, jetzt muss ich ja durch. Uop. Jawohl! Auch im Schmerz verführe ich meine Aufgabe. So. Immer diese lustigen weißen Dinger, die so im Wald rauskommen. Diese weißen Plateaus. Was hat es damit auf sich? Akte X-Melodie. Zack. 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 Und aua. Ach, will ich das? Ja. Ich will das. Wäre neulich fast ertrunken. War keine lustige. Also, im Spiel, nicht im Real Life. War keine lustige Erfahrung. Nein, nein, nein. Ach ja. Und so bewegt er sich vorwärts. Ein Mann, der so heißt wie ein Auto. Oh. Oh, shit. Oh, scheiße. Das war's. Nicht aufgepasst und schon tot. Oh, fuck. Ja, das war's, Kinder. Außer ich esse gegen das Sterben an. Denn ihr wisst alle, Gevatter Tod kann man austricksen, indem man regelmäßig isst. Wie Panne. Ja, hat geklappt. Dafür sind alle meine Kartoffeln weg. Die guten Kartoffeln. Gevatter Tod, heute kriegst du mich nicht. Ich habe Kartoffeln dabei. Ganz wichtig.
Eingetragenes Markenzeichen. Lebensrettende Kartoffeln. Was ist das hier für eine schöne Insel? Oder bin ich jetzt wieder umgedreht aus Versehen? Nein, bin ich nicht. Ich laufe in die richtige Richtung. Schon wieder außer Puste? Nasskappe. Dann ess doch mal ein bisschen Fleisch. Huch. Habe ich gerade Gesundheit verloren? Jetzt sollte ich vorsichtig werden. Ach, da sind noch Karotten, die habe ich übersehen. Wie wir alle wissen, hängt die Gesundheit unmittelbar mit der Energie zusammen, die man aufwenden kann, um sich fortzubewegen. Was ist eigentlich mit den Melonen? Kann ich die essen? Sieht nicht so aus. Kann ich die zerteilen? Sehr gut. Mehr Nahrung. Auch hübsch. Tollo Trollo. Er kam, sah und er sammelte Melonen. Konnte davon nicht genug bekommen. Aus naheliegenden Gründen. Weil die nämlich lecker sind und weil die so verdammt viele sind. Das ist schon cool. Ja, komm, jetzt reicht's auch mit Melonen. Kaputt craften. Habe ich den Platz im Inventar frei? Hüpf. Schon wieder Meer und Ratten. Meer und Ratten. Meer und Ratten. Licht als lang? Eigentlich ja nicht. Ich will doch nur ein bisschen Wasteland finden. Naja. Dann los. Oh, da drüben ist direkt wieder Land. Nicht da lang. Der Klotz in meiner Hand sieht komisch aus. Findet ihr nicht auch? Ich finde, er sieht komisch aus. Naja, nicht wichtig. Sieht noch was anderes komisch aus? Nee, der sieht normal aus. Kurzer Glitch. So, das ist ein Strand. Das ist eigentlich nicht das, was wir suchen. Oh, das wird schon wieder dunkel. It's getting dark again. Ach, hier ist nett genug. Vielleicht mache ich nochmal irgendwann anders eine Tour. Vielleicht mache ich heute nochmal eine Tour, keine Ahnung, aber jetzt im Moment würde ich sagen, genug Zeit investiert dafür erstmal wieder. Fackeln habe ich noch, ne? Ja, Fackeln habe ich noch. Der hat doch die Fackel an, der Typ. Der hat die Fackel an, hat er doch. Da kommt doch nichts mehr bei rum, der Typ. Der ist doch völlig fertig mit seiner Fackel. So. Der ist ja nicht mal 21 Uhr und er hat die Fackel schon an. So, Steinschaufel dürfte dann jetzt auch gleich ins Gras beißen. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Zack. Und bitteschön. Ja, ich hätte noch eine. Naja. Brauche ich mir jetzt keine Kraften. Machen wir es uns hier schön. Machen wir das, was ein jeder ITler am liebsten hat. Einen Keller. Bauen wir uns einen Keller. So einen Keller kann man ruhig mal vor dem Haus bauen. Einfach mal abseits der Norm agieren. So, Licht, Kamera, Action. Ja, ein bisschen tiefer noch. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das hat doch Potenzial, hat das doch. Drei Zimmerhöhe. Da gehen wir noch eins runter. Das ist dieser krasse Limestone oder so, der ein bisschen schneller weggeht. Das ist natürlich angenehmer.
zu verarbeiten. So, und ich würde fast sagen, da mich das doch ein bisschen anödet, weil es so lange dauert, gucken wir erstmal. Okay, das sieht relativ ungesund aus. Ob wir nicht irgendwo Ressourcen finden in der Ecke. Ah ja. Die uns eventuell etwas bessere Werkzeuge einbringen könnten. Ja, dann muss ich hier runter, scheinbar. Nichts gegen dich, Fackel, aber ich will da lang. So. Was mag das sein? Für ein krasser Stoff. Der Powerstoff aus Sauerstoff. Mal gucken, was wir da aus der Wand prügeln. Ist aber jetzt kein Clay, oder? Was ist denn das? Das war's nicht, das war's nicht. Das da. Zinn. Tin Tin. They call me Hop. They call me Stacy. That's not my name. That's not my name. So. Zu viel. Zu dunkel. Zu alles. Ah, Kohle. Nicht, dass ich sie bräuchte, aber hey, Kohle. Was war das? Hier oben ist nichts. Fünf Fackeln noch übrig. Kleiner Beinbruch. Was ist das? Es ist dunkelrot und ich mag es. Es könnte Erz sein. Also für Waffen. Also Waffen. Für Werkzeug. Eisen quasi. Gucken wir mal, was wir da jetzt aus der Wand prügeln. Habe ich noch Platz? Nicht, dass das verloren geht. Jawohl, ja. Da das hier relativ schnell geht, buddeln wir erstmal drumherum. Und was ist es? Da. Iron. Jawohl. Das wollte ich. Hat sich da die Färbung also ein bisschen verändert? Gefällt mir ja direkt so ein bisschen. Puh. So, die Stone-Picke gleich im Arsch. Das sollte ich mir vielleicht noch genug Iron vorher einsacken. So, komm du auch noch. Okay. Habe ich dir noch genug normalen Stein? Jo, habe ich. Machen wir uns hier unten noch einen Schmelzofen. Und dann können wir direkt auf den Eisenlevel umsteigen. Oh, das passt auch wie angegossen. So eine Kategorie Ofen, die ich in beim nächsten Spielen oder wann auch immer nie wiederfinden werde. Aus naheliegenden Gründen, wie ich vermute. Lecker. So. Da sind schon vier. Zack, zack, zack. Schon bin ich mit dem härtesten Schild der Welt bewaffnet. Also schön wär's. Gott, schon wieder 1 Million Steine. Geh weg. Kupfer habe ich eben eingesackt, scheinbar. Okay. Dann ziehen wir das hier eben zu. Hier so eine kleine Fläche. Was ist das für lustiges Zeug?